Sie sind hier, 13. September 2018, 23.33 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Sport 1 zeigt die Aufstellungen des dritten Spieltages in der Bundesliga. Urheberrecht Sport 1 Grafik, der die Images, Imago Ismanen. Der BVB muss am Freitag gegen die Eintracht ran, im Topspiel einen Tag später trifft der FCB auf Leverkusen. Sport 1 zeigt die voraussichtlichen Aufstellungen. Nach der zweiwöchigen Länderspielpause müssen die Bundesliga-Clubs wieder ran. Der dritte Spieltag hält einige spannende Partien bereit. Bereits am Freitag um 20.30 Uhr im Live-Ticker empfängt Borussia Dortmund die Eintracht aus Frankreich. Der BVB konnte im ersten Spiel beim 4:1 gegen Leipzig überzeugen. In Hannover kamen Lucien Favre Jungs nicht über ein 0:0 hinaus. Wird Neuzugang Paco Alcácer sein Debüt für die Schwarz-Gelben geben? Oder darf Shootingstar Jakob Brun Larsen ran? Eintracht Frankfurt konnte in der laufenden Saison erst einen Sieg in Freiburg einfahren. Gegen die Schwarz-Gelben sollen die nächsten Punkte her. Einen Tag später empfängt der FC Bayern München die kriselnde Werkself aus Leverkusen, um 15.30 Uhr im Live-Ticker. Dabei dürfte auch James Rodriguez zu seinem ersten Startelfansatz kommen. Sport 1 zeigt die voraussichtliche Aufstellungen aller Bundesliga-Begegnungen des dritten Spieltages. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.